Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen führen Tierversuche durch, um die Funktion unseres Körpers besser zu verstehen und neue pharmazeutische und chemische Produkte zu entwickeln oder zu testen. Forschende verwenden dafür oft Mäuse, da diese schnell wachsen und sich einfach vermehren lassen. Und was vielleicht noch wichtiger ist, man kann sie genetisch gut verändern. Mäuse machen 70% aller in der Schweiz für die Forschung verwendeten Versuchstiere aus. In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse der Gesellschaft für die Tierforschung und den Tierschutz gewachsen. Zudem besteht eine gesetzliche Verpflichtung, das Wohlbefinden der in der Forschung verwendeten Tiere zu verbessern. Forschende haben unter anderem Interesse, die Haltungsfaktoren besser zu verstehen, da sie die Qualität der Forschungsergebnisse beeinflussen können. Dies gibt Aufschluss darüber, warum zum Beispiel unterschiedliche Labors oder verschiedene Experimentatoren zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das Schweizer 3R-Kompetenzzentrum fördert den Ersatz, die Reduktion und die Verbesserung von Tierversuchen in der Forschung. Wenn Tierversuche nicht ersetzt werden können, müssen die Versuchs- und Haltungsbedingungen so verbessert werden, dass das Leiden der Tiere minimiert und ihr Wohlbefinden gefördert wird. Neue, nicht aversive oder schonende Handlingsmethoden sind Beispiele für eine solche Verfeinerung. Um das Wohlergehen der Tiere zu verbessern und weil sich gezeigt hat, dass Stress bei Tieren die Forschungsergebnisse beeinflussen kann, werden Methoden, die Stress, Schmerzen und Angst der Tiere verringern, entwickelt. Jane Hurst von der Universität Liverpool beobachtet seit Jahren das Verhalten wilder Hausmäuse, um die natürlichen Verhaltensweisen von Mäusen besser zu verstehen. Als sie domestizierte Labormäuse beobachtete, fiel ihr auf, wie ängstlich diese im Vergleich zu wilden Mäusen waren. Sie kam zum Schluss, dass dies darauf zurückzuführen sein könnte, wie Labormäuse gehandelt werden, und beschloss, alternative Handlingsmethoden zu finden, mit denen Stress und Angst bei Mäusen verringert werden können. Traditionell werden Mäuse am Schwanzansatz hochgehoben. Jane Hurst hat aber gezeigt, dass diese Art des Hochnehmens für Mäuse unangenehm ist und dazu führt, dass sie sich eher vor Menschen fürchten. Sie entwickelte verschiedene sanftere Methoden für den Umgang mit Mäusen, von denen eine darin besteht, die Mäuse mit einem Tunnel aus ihrem Käfig zu heben. Beim Tunnelhandling wird die Maus in einem Tunnel geführt, der sich im Käfig befindet. Die Mäuse gewöhnen sich schnell an diese Art des Handlings. Um die Mäuse umzusetzen, kann der Pfleger oder die Pflegerin den Tunnel kippen, sodass die Maus auf einer Hand oder auf einem anderen Käfig nach hinten gleiten kann. Diese Methode kann für die meisten Mäuse angewendet werden, unabhängig von ihrem Geschlecht. Einige Mauslinien benötigen etwas mehr Training als andere. Mit dieser sanften Methode interagieren die Mäuse freiwillig mehr mit ihren Pflegern oder Pflegerinnen und zeigen ein geringeres Stressniveau. Studien mit weniger gestressten Tieren führen in der Regel zu zuverlässigeren Ergebnissen. Tiere, die ängstlich und gestresst sind, können in Tests anders reagieren und so die Ergebnisse verfälschen. In Verhaltensversuchen zeigen sich Mäuse, die traditionell an der Schwanzwurzel aufgenommen wurden, sich ängstlicher und erkunden ihre Umwelt weniger, während Tiere, die in einem Tunnel hochgehoben werden, weniger ängstlich und eher aktiv und neugierig sind, was dem natürlichen Verhalten von Mäusen entspricht. Aus diesen Gründen unterstützt das Schweizer 3R-Kompetenzzentrum Forschende bei der Umsetzung dieser Methode.